Herzlich willkommen zu Soul Wave Radio, dem Podcast für deinen Flow, wahrhaftige Inspirationen und das innere Leuchten. Mein Name ist Kaya Otto und ich freue mich, dass du dabei bist. Hallo und herzlich willkommen. Ich freue mich sehr, dass du auch diesmal mit dabei bist und heute möchte ich dir in dieser kurzen Episode ein Power-Tool mitgeben, welches mir immer wieder hilft, durch die Irrung und Wirrung des Alltags zu navigieren, vor allem im Zusammenhang mit anderen Menschen und meinen Fokus immer wieder klar auszurichten. Ich glaube, jeder von uns kennt es, dass uns gesagt wird, du bist zu laut, das kannst du nicht tun, du bist zu vorschnell, da musst du erst noch drüber nachdenken, das kannst du so doch nicht machen, wie du wieder rumläufst. All diese Kritiken, die wir von anderen Menschen zu hören bekommen, manchmal fängt es sogar im Kindesalter schon an, dass uns gesagt wird, dass wir nicht richtig sind, dass wir nicht stimmig sind. Und wenn wir größer werden und Ideen und Fantasien haben, dass uns gesagt wird, dass das sowieso nicht funktionieren kann, dass das überhaupt keine Option ist, dass das keine Möglichkeit ist. Und wenn ich mich daran erinnere, ich bin auf die Welt gekommen und meine Welt sah von Anfang an schon etwas anders aus als die Welt von anderen Menschen, auf jeden Fall denen in meiner Umgebung. Und mir wurde immer gesagt, das kann nicht sein, dass du das siehst, das bildest du dir ein, das stimmt so nicht. Und ich habe geglaubt, dass das wahr ist. Und als ich größer wurde und Visionen hatte und Ideen, die ich in die Welt schicken wollte, wurde mir wieder gesagt, das kannst du so nicht machen, das kann so nicht funktionieren, das ist so nicht möglich. Und wieder habe ich es geglaubt. Und genauso habe ich geglaubt, wenn Leute mir gesagt haben, du bist zu laut, du bist zu vorschnell. Kaya, also wenn du einen Mann finden möchtest, dann musst du dich schon so ein bisschen zurücknehmen, ne? Musst du schon so ein bisschen ruhiger werden, ein bisschen stiller werden. Oder, also wenn du den Job haben willst, dann, dann solltest du nochmal dies und jenes tun, weil so, wie du jetzt bist, kannst du den gar nicht haben. Oder all die Dinge und ich kann mir gut vorstellen, dass dir jetzt auch das ein oder andere Beispiel aus deinem eigenen Leben einfällt, die uns erzählt werden und die wir ganz oft glauben, die ich auch ganz lange geglaubt habe, weil es sich irgendwie so anfühlte, als ob die anderen recht hätten. Und ich war immer sehr vertrauensvoll und habe gedacht, naja, vielleicht ist das so, vielleicht bin ich zu laut. Vielleicht bin ich zu stark, vielleicht bin ich zu präsent, vielleicht bin ich zu vorschnell, vielleicht bin ich zu forsch. Und dann eines Tages habe ich auf meinen Reisen in den USA jemanden getroffen. Und wir haben uns lange unterhalten. Und das war ein älterer Mann, one of the elders. Und wir haben uns unterhalten, auch über meine Wünsche und Träume und Visionen. Und ich habe ihm alles erzählt und ich merkte, wie alles aus mir raussprudelte. Und er sagte, ja, das hört sich absolut sinnvoll an. Go and do it. Geh raus und tu es. Ich war sehr erstaunt, weil das erste Mal war, dass jemand nicht mit dem Finger sozusagen auf mich zeigte und sagte, du kannst das nicht machen, so wie du das machen willst, kann das nicht funktionieren, du bist sowieso dafür nicht gut genug, zu klein, nicht machtvoll, einer alleine kann das gar nicht schaffen und so weiter und so fort. Und dann habe ich ihm erzählt, dass es das erste Mal ist, dass jemand mich anscheinend, also er in dem Fall, so sieht, wie ich bin, und mir nicht erzählt, dass ich Dinge nicht tun darf, nicht tun kann, nicht passend oder nicht stimmig bin. Und darauf sagte er, you know my dear, und lächelte mich an. Er sagte, meine Liebe, weißt du, if one finger is pointing at you, three are pointing backwards.
Wenn ein Finger auf dich zeigt, zeigen drei zurück. Und dann nahm er seine Hand, und vielleicht möchtest du das jetzt auch machen, und zeigte mit seinem Finger einfach mal auf einen Punkt. Er sagte, siehst du, in dem Moment, wo ich auf diesen Punkt zeige, zeigen die drei Finger, Mittelfinger, Ringfinger und der kleine Finger, auf mich zurück. Das heißt, in dem Moment, wo ich dir sage, du bist zu laut, zeigt nur ein Finger von vieren auf dich und drei zeigen auf mich, denn eigentlich sage ich, ich bin zu leise, ich traue mich nicht, ich wünschte mir, ich hätte mehr von dem, was du hast. Wenn jemand mit dem Finger auf dich zeigt und sagt, du spinnst, das wird nie funktionieren, dann sagen drei andere Finger, probier es bloß nicht aus, denn wenn du es Realität werden lässt, muss ich mir eingestehen, dass ich meine Träume nie umgesetzt habe. Setz es bloß nicht um, denn wenn du das tust, muss ich meine Glaubenssätze über Bord schmeißen. Oder mach es nie, denn wenn du es tust, muss ich mir eingestehen, dass das, was ich mir wünsche, doch möglich ist und ich mich nicht bequem dort ausruhen kann, wo ich jetzt bin. Und ich schaute ihn an, und in dem Moment fiel so viel von mir ab. Dieses Bild von dem Finger, der auf mich zeigt, und den drei Fingern, die zurückzeigen, hat mich seitdem immer wieder und immer wieder begleitet in so vielen Situationen. Und jedes Mal, wenn mir Menschen sagen, dass ich nicht richtig bin, dass das, was ich tue, nicht gut ist, nicht stimmig ist, unmöglich ist, habe ich dieses Bild vor meinen Augen und atme tief durch und weiß, dass ich mich entscheiden kann. Sehe ich den einen Finger, der auf mich zeigt? Oder öffne ich mein Herz und mein Bewusstsein für die drei Finger, die auf die Person zurückzeigen? Und wenn ich das tue, dann verändert sich diese Botschaft so immens, dass es in allermeisten Fällen für mich ein Wegweiser ist, dass ich mich auf dem richtigen Weg befinde. Dem Weg raus aus der kollektiven Komfortzone, dem Weg hin zu Klarheit, dem Weg hin zu meinen Visionen, den Erinnerungen meiner Seele an die Zukunft, meinen Wünschen, meinen Zielen, meinen Träumen. Und so habe ich gelernt, über die Jahre die Dinge überhaupt nicht mehr persönlich zu nehmen. Darum geht es auch in einer der ersten Podcast-Episoden, um Dinge persönlich nehmen, sondern sie wirklich beim anderen zu belassen, dort, wo sie herkommen. Und wir können uns also wirklich entscheiden, ob wir sagen, von diesen vier Fingern, die auf etwas zeigen, entscheide ich mich für den einen, der auf mich zeigt, und nehme das persönlich, was eigentlich gar nicht für mich bestimmt ist. Oder sehe ich die anderen drei und kann damit das, was gesagt wird, wunderbar beim Absender, beim Adressaten belassen. Das ist eine kurze kleine Inspiration für diese Woche. Und ich wünsche dir viel Spaß damit, immer wieder innerlich zu schauen, wer zeigt gerade mit dem Finger auf dich und was sagen eigentlich die anderen drei stummen Finger unterschwellig und in Wahrheit. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, dann freue ich mich über eine positive Bewertung und ein paar Sternchen bei iTunes. Und wenn du jemanden weißt, der den Trick mit dem Finger unbedingt erfahren sollte, dann teile diesen Podcast gerne mit ihm, schick ihm den Link
oder lade ihn ein zuzuhören. Ich wünsche dir eine wunderbare Zeit, bis wir uns wieder hören, und ganz viel Leichtigkeit dabei, dich für die drei stummen Finger und nicht für den einen lauten zu entscheiden. Tune into your soul and listen with your heart. Alles, alles Liebe.